Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Unity of Command 2 mit dem Barbarossa-DLC. Und wir sind ja doch schon relativ weit fortgeschritten. Erste Schlacht bei Charkiw, 6. Oktober 1941. Nach katastrophalen Verlusten in Kiew und Melitopol tut sich die Rote Armee schwer, trotz ihrer scheinbar endlosen Reserven eine zusammenhängende Front aufzubauen. Das wichtige Industriezentrum von Charkiw wird nur von einer kleinen Anzahl von Infanterieeinheiten gesichert, doch sowohl Zeit als auch Wetter sind auf ihrer Seite. Während die deutschen Panzer in Richtung Rostow vorrücken, müssen sich die 6. und 17. Armee in diesem Abschnitt voranschleppen. Gut, Szenario starten. Dann bin ich schon mal gespannt, ist ja immer die große Frage am Anfang, ist es eine große Karte mit viel Mobilität, viel Manövern oder ist es eine eher kleine Karte? Sind wir mal gespannt, was denn da jetzt kommt. Sicher ist eins, die Missionen werden sicherlich, bestimmt nicht leichter. Gucken wir mal, haben uns ja doch jetzt in den letzten Missionen teilweise relativ schwer getan. Erste Schlacht bei Charkiw, OKH-Meldung. Deine Logistik stellt an dieser Front eine größere Herausforderung dar als der Feind. Wir haben noch keine Eisenbahnbrücken über den Dnieper und die Straßen sind zu Schlammlöchern geworden. Wir haben zu wenig LKWs, die uns bei diesem schlechten Wetter über große Entfernungen mit Nachschub versorgen müssen. Nimm Charkiw ein, damit sich deine Truppen dort über den Winter eingraben können. Verstärkungen. Die folgenden Einheiten wurden vom OKH neu zusammengestellt, nachdem sie im Kampf aufgerieben wurden. Die 100. Leichte und die 101. Leichte. Und ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ja, eine relativ kleine Karte. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Zeit, um mir das Ganze erstmal anzugucken. So, jetzt habe ich mir das Ganze ein bisschen angeguckt und ich würde sagen, da ist jetzt sind jetzt keine großen taktischen oder strategischen oder operativen Finessen notwendig. Wir müssen auf Charkiw zumarschieren. Wir haben tatsächlich, mit dem Nachschub, wir haben derzeit 3 LKWs auf der Karte. Einen haben wir noch übrig als verfügbar und einer kommt in weiteren 4 Runden. Des Weiteren bekommen wir noch 3 Infanteriedivisionen, der Feind nochmal 2. Prestige, bloß noch 10 übrig, das heißt, wir können jetzt hier auch noch kaum aufstocken. Wir haben aber insgesamt 7 deutsche Infanterie-Steps-Punkte, die wir doch verteilen können. Und das werden wir dann dementsprechend auch machen. Wir werden uns hier entlang dieser 2 Achsen, also von Poltawa Richtung Charkiw hoch und auf der südlichen Rollbahn hier versuchen, nach Charkiw durchzudringen. Gucken wir uns nochmal kurz an. Ja, ein Kessel wird wahrscheinlich schwierig sein. Denke mal, dass in der Runde relativ wichtig sein wird, welche Einheiten Artillerie mit dabei haben und welche nicht. Wollen wir doch mal gucken, dass wir die hier aufstocken. Schauen wir jetzt mal, wo wir dann schlecht gestellt sind. Leichte Infanterie hier. Gehen wir da mal auf 4 Punkte hoch. Müssen wir uns immerhin verteidigen. Und vielleicht auch ganz sinnvoll, dass wir uns hier... Ist da was? Wir geben dir noch einen zu und graben uns hier ein. Dann bringen wir Artillerie noch an die Front. Wäre sicherlich hier gut. Frage ist, woher nehmen wir noch? Was haben wir denn hier? Sturmgeschütze. Nehmen jetzt mal hier die leichte Feldabwehr 18 weg und stecken die hier zu. Hier werden wir die Sturmgeschütze wegnehmen. Frag mich jetzt gerade. Ne, 1, 2, 3. Dass wir hier auch am Anfang wirklich eine Lücke schaffen. Wir kommen hier noch die Sturmgeschütze dazu. Zwei Truppenteile hier. Eine leichte Infanterie ist sehr geschwächt. Oh, hier müssen wir aufpassen. Sind ja doch schon relativ weit. Au, da hinten haben wir eine Artillerieeinheit stehen. Kann ich die noch wegnehmen? Bringen wir die gleich mal an die Front. Nur wohin? Oh. Was ich glaube, ich muss hier noch mal ein paar Schritte rückgängig machen. Denn hier brauchen wir dringend noch Truppenteile. Wir sind dünn aufgestellt.
wir doch nochmal einen weg. Ja, wir sind sogar sehr dünn aufgestellt. Ich gebe denen jetzt noch die Artillerie dazu. Werden wir uns wahrscheinlich hier auch eingraben müssen. Aufpassen muss ich auch, dass mir Poltava hier unten nicht eingenommen wird durch die Kavallerie. Das wird ziemlich wichtig sein. Ein Truppenteil zuweisen und eingraben. Dann können wir uns noch zweimal eingraben. Das werden wir hier noch machen. Läuft hier unten auch Nachschub entlang. Ah, da müssen wir. Es wird interessant. Lass mal die noch eingraben. Gut, und für die 10 Prestige, denke ich, brauchen wir uns nichts kaufen. Legen wir los. Dann gucken wir mal, wie wir uns hier schlagen. Ich würde sagen, fangen wir mal hier oben an, um die Gefahren hier oben zu beseitigen. 2:0. 3:0. Präzisionsbomben zerstören eine Brücke oder entferne zwei LKWs von einem feindlichen Nachschubdepot. Das werden wir machen. Schauen wir mal an, wie der Nachschub sich da verändert. Nicht großartig, gell? Machen wir das nochmal. Hat jetzt keine großen Auswirkungen gehabt, eigenartig. Dreimal Luftversorgung haben wir noch, Luftaufklärung. Muss mal schauen, dass wir hier hinten für die Kavallerie zumachen. Angreifen können wir hier leider nicht. Schauen wir mal jetzt im südlichen Teil, ob wir hier mit Angriffen von 0 zu 2, ja, da werden wir jetzt hier durchbrechen. Leider ist der Durchbruch jetzt hier nicht so groß, wie ich mir das gewünscht hätte. Auch nur einen abgezogen. Dann machen wir den nochmal abgängig. Wie werden denn die hier versorgt? LKWs kommt von hier unten rein. Das heißt, es wäre nicht weiter tragisch, wenn die Einheit hier durchbrechen würde. Aber hier unten wäre es problematisch. Boah, okay, umso länger ich jetzt drauf schaue, umso schwieriger ist die Situation hier. Uns hier unten jetzt erstmal absichern, dass wir hier nicht über die südliche Flanke aufgerollt werden. Von wo werden denn die versorgt? Werden die von hier vorne auch versorgt? Gute Frage. Weitere Angriffe lohnen sich hier nicht. In dem Bereich. Werden wir uns, denke ich, hier auch erstmal eingraben. Große Fortschritte machen wir so natürlich nicht.
Frage ist hier oben, ob wir Richtung Sumni vorrücken bis Runde 4. Wäre das? Die Frage ist nur, ob es unserem Gesamtziel auch wirklich zugute kommt. Machen wir erstmal die einfachen Bewegungen hier im Hinterland. Ich denke mal fast, dass wir uns darauf konzentrieren sollten und müssen. Denn hier oben kriege ich sehr schwer eine Versorgung zustande. Nee, es macht keinen Sinn. Da oben kann ich mich nicht versorgen. Da wären wir natürlich schon mit dem Fluss drüber. Ja, hier komme ich nicht rüber. Keine taktischen Finessen heißt nicht, dass die Mission nicht schwer wird. Danach sieht es nämlich jetzt gerade aus. Auf Sumni rüber. Macht keinen Sinn. Ja, verlängern wir hier runter. Nochmal einen Aufklärungsflug machen. Was ist denn hier oben? Nur, dass man... Da oben noch eine Infanterieeinheit? Okay. Und das Hauptquartier steht bei Poltava. Notversorgung braucht man nicht. Ja, verschanzt befestigen könnte man uns noch. Brücken reparieren können wir auch nicht. In der nächsten Runde wahrscheinlich. Dann haben wir noch 2 Punkte. Können wir uns noch irgendwo eingraben? Hier nicht. Hier ebenfalls nicht. Ich befürchte fast, ich habe in der ersten Runde hier schon einige Fehler gemacht. Beenden wir das mal. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, dass er da unten den Nachschub abzwickt. Lassen sich jetzt hier die Einheiten auch schon nach Kharkiv zurückfallen. Die Mizi ist auch da, sehr gut. Jetzt graben sich die Russen da oben ein. Hätte gedacht, dass sie tatsächlich eher offensiver werden da oben. Chance wäre nicht so schlecht gewesen. 9 Einheiten Nachschub unterbrochen. Okay, also bei den 4 ist es klar. Ist die Frage, ob wir jetzt die Einheiten hier noch rausbekommen. Was haben wir denn hier noch für Karten? Okay. Also keine sinnvollen Karten mehr. Das wird schwierig. Wenn wir hier den LKW erhöhen, sind wir wieder in der Versorgung. Dann hier unten wären wir wahrscheinlich... Sind dann alle in der Versorgung? Ja. Können wir den Nachschubpunkt hier abbauen. Dann haben wir die nächste Runde zur Verfügung in 2 Runden beziehungsweise. Ja, dann müssen wir jetzt hier mit den Noteinheiten, mit den unterversorgten Einheiten vorrücken. Wenn wir die jetzt mal hier notvoll versorgen. 1:1 ist ja auch bloß. Dann schauen wir mal, dass wir... Ah, wir kommen hier gar nicht gescheit ran, dass wir hier mit Artillerie noch rankommen. Ich denke, ich werde den 1:1 Angriff diese Runde schon machen.
Dann hier müssen wir aufpassen, dass uns hier keiner in die Flanke kommt. Eigentlich schauen wir uns das mal an. Hier unten sind ja auch keine Ziele. Sicher wäre es nicht verkehrt. Wir ziehen die Einheiten hier raus über den Fluss. Ja, die ziehen wir hier ab, dass wir uns hier verstärken. Runde 2 von 15 bis Runde 9 müssen wir Charkiw einnehmen. Interessant wäre es, dass wir hier oben die Nachschubverbindung unterbrechen. Hier oben ist ja doch tatsächlich eher sowas wie ein Mexican Standoff. Nee. Da machen wir keine Fortschritte. Versorgt sind da noch alle Einheiten. Und hier oben ist eigentlich theoretisch auch eine Versorgung, aber da kommen wir gerade nicht hin. 2 zu 1. Oh, wieso sind die so langsam hier? Kommen wir überhaupt nicht vorwärts. Überraschend, dass die Einheiten hier so langsam sind. Okay. Ja, es ist hier eigentlich alles ein bisschen zu passiv. Aber gerade fehlt mir einfach den Druck, den ich aufbauen kann. Mal gucken, ob ich den in der nächsten Folge dann auch aufbauen kann. Hoffen wir es mal. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ja, wir sind jetzt hier langsam in den letzten Zügen des Barbarossa-DLCs. Und eins kann ich versprechen, mit Unity of Command 2 wird es natürlich weitergehen. Vielleicht mal mit einer kleinen Pause. Ich spiele ja quasi jetzt zwei Jahre ununterbrochen Unity of Command. Aber die beiden DLCs werde ich natürlich auch noch irgendwann machen. Aber jetzt machen wir erstmal das zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's gut, ciao, pfiat's euch, servus.